2 Stunden Romantik-Tour mit Benjamin und mir und natürlich mit Kuschelrock. Ja, und wir haben uns einen der schönsten Orte Mallorcas ausgesucht, nämlich den wunderschönen Strand von Estrenc. Und da haben wir es uns so richtig gemütlich gemacht, wie ihr ja auch sehen könnt. Und wir haben heute Themen dabei, die nur eins im Sinn haben, nämlich euch so richtig ins Herz zu treffen. Wir zeigen euch, wie man mit einem romantischen Dinner den Partner verzaubern kann. Außerdem gibt es von uns exklusive Tipps, wie man das Herz des Angebeteten wirklich für sich gewinnen kann. Und ihr erfahrt bei uns, wie man Kuschelrock-Model werden kann. Ganz wichtig, eure Stars verraten ihre Love-Stories. Aber zuerst seid ihr dran. Wir sind mit unserem Kuschelmobil durch Deutschland gefahren. Ihr konntet einsteigen, um euren Liebsten zu grüßen. Schön, dass ihr bei uns geblieben seid. Der Benjamin hat mir nämlich eben was ganz Tolles geschenkt. Und zwar die allererste Kuschelrock-CD, die jemals erschienen ist, im Jahre 1987. Da warst du, glaube ich, lass mich rechnen, Mathe 6, 19. Was hast du da gemacht? 19, naja, da habe ich eine Freundin gehabt. Und 6 Monate später habe ich herausgefunden, dass sie einen anderen Freund hat. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, doch. Ja, und dann, für wen hat sie sich am Ende entschieden? Sie? Ja, am Ende für mich, aber ja, für mich war das zu spät. Das war vorbei. Das kann ich verstehen. Das ist auch eine Unverschämtheit. Was macht man auch einfach nicht, ja? Also die Geschichte von Benjamin ist nicht sehr romantisch, aber das ist auch ganz egal, denn wir machen mit einer super... Aber das CD Kuschelrock ist sehr romantisch. Genau, die haben wir uns auch schon zusammen angehört. Und wir machen weiter mit einer super Geschichte, nämlich der Erfolgsgeschichte aus 12 Jahren Kuschelrock. Romantik pur, aber leider klappt ja nicht immer alles richtig, wenn man einen kuscheligen Abend mit seinem Liebsten oder mit seiner Liebsten verbringen will. Sag mal, Benjamin, ist dir eigentlich schon mal was Peinliches passiert mit einer Freundin? Bestimmt, ne? Ja, einmal war ich nackt auf dem Boden von meinem alten Zimmer. In der Zeit wohnte ich noch bei meiner Mutter. Meine Mutter war so reingekommen mit der schönen Wäsche. Aha. Und, du warst also nackt auf dem Boden, bei dir zu Hause, alleine etwa? Nein, mit der Freundin. Achso, ich wollte gerade sagen. Was hat deine Mutter gesagt? Oh, sorry. Das ist natürlich wirklich peinlich. Und was hat das Mädchen gesagt? Hat sie sich hinterher von dir getrennt? Nein, das nicht. Aber ja, es war ein bisschen schwer für sie, um meine Mutter wirklich in die Augen zu gucken. Das kann ich irgendwie gut verstehen. Falls euch ähnlich Peinliches passiert ist wie Benjamin, nicht den Kopf hängen lassen, denn wir haben ganz tolle Tipps für euch, wie man Herzen für sich gewinnen kann und was man dabei besser lässt. Aber so doof bin ich angestellt. Naja, als wir uns am Anfang kennengelernt haben, da konnten wir uns ja eigentlich nicht so gut leiden, aber ich muss sagen, mittlerweile bist du sehr charmant geworden, Benjamin, es gibt nichts zu meckern. Ja, 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 das hast du sehr süß gesagt. Ja. Aber was er süß findet, sehen wir jetzt. Genau, eure Liebesgrüße und Musikwünsche aus dem Kuschelmobil. Na, da haben die beiden aber nochmal richtig Glück gehabt. Ja, wir haben auch einen Gast in der Sendung. Hi. Julia. Hi, Alex. Hi, Benjamin. Wie geht's dir? Super. Und wie gefällt es dir auf Mallorca? Sehr schön hier. Hör mal, Juliette, du musst ja richtig stolz sein, denn dein letzter Riesenhit, The Last Unicorn, ist auf der 13. Kuschelrock-CD drauf. Ja, klar. Ist doch super, oder? Ja, es ist klasse. Aber heute hast du was Neues mitgebracht. Ja, und das ist meine neue Single, Live Your Life. Mhm. Und die singe ich für euch gleich. Ja, super. Dann leg Live mal your Live Your Life. Das war Juliette, vielen Dank. Aber jetzt schlägt erstmal wieder eure Stunde. Wir haben das Kuschelmobil bis zum Anschlag vollgetankt und jetzt gibt's mal wieder eure Musikwünsche und eure Grüße. Viel Spaß und Matze. Zurück bei Kuschelrock. Jetzt geht es um einen ganz speziellen Traumjob, den jedes Jahr nur ein Pärchen machen kann. Jöri aus Holland und Kim aus Neuseeland hatten in diesem Jahr die ganz große Ehre, als Kuschelrock-Models für Werbespots und natürlich auch für das Covershooting des Albums vor der Kamera stehen zu dürfen. Wir bekommen von euch jedes Jahr sehr viele Anfragen, wie man das Romantikpaar des Jahres werden kann. Deswegen haben wir für euch diesen Weg nachgezeichnet und mit ein bisschen Glück seid ihr im nächsten Jahr die Star. Ich hab Hunger. Ich hatte eigentlich an was anderes gedacht. Ah ja, was denn? Entschuldigung. Ja, ein romantisches Menü für zwei mit Kerzenschein und ganz leckeren Sachen und Weinchen und allem zu uns ab. Später machen wir das, aber erst seid ihr dran. Hallo, willkommen zurück bei Kuschelrock mit Alex und Benjamin. Hey Alex, wann waren wir das letzte Mal im Kino? Das letzte Mal im Kino waren wir, glaube ich, vor ein paar Wochen in Notting Hill. Oh ja. Julia Roberts und Hugh Grant. Für mich einer der romantischsten Filme des Jahres. Ja, und der Soundtrack war eigentlich auch klasse. Ja, das stimmt. Aber noch mehr Filmmusik gibt es auf der Kuschelrock Movie Hits. Die 10 Filme mit der schönsten und kuscheligsten Musik haben wir für euch zusammengestellt. Benjamin! Die Juliette hat eben so schön gesungen. Glaubst du nicht, ist es langsam mal an der Zeit, dass du mir auch ein Ständchen singst? Okay, dann singe ich für dich meine Single 10.000 Light Years.
here from outer space. I saw the signs of something moving through the sky with speed. I stopped, explored around it, landed in the cotton field. They dimmed the lights right down, a man walked out, I heard a ray sound. Reflecting in my mind, his code was clear, I felt the signs. Must have been the signs from another star. Oh, my destination. Oh yeah, could it be I'm from another star? Oh, you're from the place I know I miss in me. 10,000 light years away, reading the code signs and see how they play. From 10,000 years away, you're the gods from outer space. 10,000 light. Von Benjamin. Ich bin überglücklich. Er darf sich jetzt ein bisschen ausruhen und wir geben Gas mit dem Kuschelmobil und euren lieben Benjamin. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, wann du mir das letzte Mal irgendwelche Blumen geschenkt hast. Ja doch. Letztes Mal, als ich in New York war, habe ich Blumen mitgebracht. Ja? Aber sie sind im Flugzeug gestorben. Das ist eine super Ausrede, Benjamin. Das nächste Mal strengst du dich bitte ein bisschen mehr an. Das ist nämlich eine ganz schön blöde Sache, die dir da passiert ist, aber das kann anderen Leuten auch passieren.